Nehmen wir hier mal Erdnussbutter selber. Alles, was ich dafür brauche, ist ein starker Mixer und Erdnüsse. Ich habe hier die guten aus der Aludose gekauft. Einmal. So sehen die aus. Es sind zweimal 200 Gramm von den billigsten Erdnüssen, die ich finden konnte. Und jetzt mache ich Erdnussbutter. Action. Ich habe jetzt 30 Sekunden gemixt und jetzt warte ich kurz, dass das sich so ein bisschen nach unten setzen kann. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat, aber ich will immer nicht so lange auf einmal mixen. Ich mache immer so zweimal 30 Sekunden. Weniger als 400 Gramm könnte ich mit so einem Riesenmixer nicht machen. Das ist der Nachteil, wenn man sich so ein Biest besorgt. Ich mag diese selber gemachte Erdnussbutter lieber. Erstmal finde ich, die schmeckt frischer, die schmeckt mehr nach Erdnüssen. Und das Tolle ist auch, da ist nicht so viel Salz dran. Jetzt habe ich 2 Minuten stehen lassen. Jetzt werfe ich das Ding noch ein letztes Mal an. Vielleicht so 20 Sekunden. Und dann ist fertig. Fertig. Zeig mal jetzt noch ein paar Beispiele, wie ich die Erdnussbutter gerne esse. Erstmal natürlich Nummer 1 ist, ich mache es mir einfach in einen Wrap. Alles, was ich brauche, ist ein Messer und die Erdnussbutter. Ich mache das immer so, dass ich mir eine Hälfte wie so ein Halbmond vollstreiche. Kann man das schon sehen? Bisschen. So. Was ich gerne noch dazu esse, ist ein kleines bisschen Honig. Das heißt, ich habe hier meinen Honig und mache mal nur eine Hälfte von der Hälfte.
Noch den Honig verstreichen. Zack. Und jetzt. Zup. Fertig ist das Erdnussbutterbrot. Das war die Honigseite. Also ich auch gern mag, ich habe ja hier meine selbstgemachten Brote, meine Wraps. Und davon reiße ich mir gerne eine kleine Ecke ab und mache Erdnussbutter drauf. Bisschen Gemüse klein geschnitten und das mache ich nur, um zu zeigen, man kann diese Erdnussbutter auch sehr schön in meinem normalen Gemüsewrap benutzen. Hier habe ich einen Wrap. So, nur die Mitte. Jetzt lade ich die mit Gemüse voll. Fertig ist der Gemüsewrap mit Erdnussbutter.